Diesen Mann würden die Neonazis am liebsten tot sehen. Denn er hat alles von ihnen gefilmt. Ich habe zumindest einige Neonazis massiv geschadet. Versteckte Aufnahmen, sogar von ihren Peinlichkeiten. Warum tut er sich das an? Auch in sozialen Netzwerken, dass er hieß, wenn ich dich erwische, dann knall ich dich ab. Heute müssen wir besonders vorsichtig sein. Denn der Gast, der mich gleich besucht, ist hochgradig gefährdet. Seit 15 Jahren filmt er undercover Neonazis, hat sich über 80 verschiedene Identitäten zugelegt, um in die Szene zu kommen und Geheimkonzerte zu besuchen. Sein Pseudonym? Thomas Kuban. Unsere Maskenbildner haben ihn verfremdet. Angst habe ich ja schon auch früher immer gehabt. Also Angst ist ein ständiger Begleiter bei solchen Recherchen. Und ich denke, das muss es auch sein. Wenn die Angst weg wäre, dann würde es gemeingefährlich, sowas zu machen. Die meisten Einsätze beginnen so. Man trifft sich mit einer Kontaktperson, die einem verrät, wo das Konzert stattfindet. Man kann sich nämlich nicht einfach ein Ticket kaufen wie für Justin Bieber. Man muss schon Leute kennen, die andere kennen. Jahrelang knüpft Kuban im Internet Kontakte. Man kennt sich, man versammelt sich und dann geht es weiter zum Konzertort. Meistens abgelegene Scheunen, Gasthöfe oder alte Industriehallen. Man ist unter sich. Das, was für die Nazis sicherlich auch ein Teil der Attraktion ausmacht, nämlich diese Schnitzeljagd zum Konzert, dieses Räuber- und Gendarmspiel, ist natürlich für mich als Rechercheur auch ein reizvoller Punkt gewesen, eben dieses konspirative System zu knacken. Längst sind Rechtsrockkonzerte auch Großveranstaltungen, wie hier 2016 in der Schweiz. Oder 2017 im Thema. Aber der Alltag sind die angeblichen Privatkonzerte, wie hier vor kurzem in Kirchheim. Konspirativer Abschied für zwei Neonazis, die in den Knast müssen. Im sogenannten romantischen Fachwerkhof. Viele Kader, ganz kleiner Kreis. Sie scheinen selbstbewusst. Die haben absolut Oberwasser. Also ich habe jetzt gerade im August eigentlich Bauklötze gestaunt, als ich da im Konzert drin war. Und da haben welche ihre Smartphones ausgepackt. Und ich bin auch schon im Eingangsbereich überhaupt nicht nach Handys oder Fotoapparaten durchsucht worden. Und jetzt praktisch bei einem konspirativ organisierten Konzert ohne Leibesvisitation reinzulaufen, da habe ich gedacht, verdammt, das ist weit gekommen. Und dann war ich drin. Klar, im Mischpult saß einer mit seinem Smartphone. Der hat auch gefilmt in Momenten, wo von der Perspektive her vor seiner Kamera Straftaten passiert sind. Hitlergrüße, Sieg Heilrufe, wo auch Bands strafbare Lieder gespielt haben. Und vor 10 Jahren wäre der einfach zusammengeschlagen worden. Auch sowas habe ich erlebt. Die lachen sich ja tot. Es gab Mordaufrufe gegen Juden und politische Gegner seitens der Bands in den Liedern. Es gab extrem rassistische Lieder. Also es gab zum Beispiel, es wurde der Polackentango von Lanzer gesungen. Man sah auch, es waren sehr viele Kampfsportler ganz offensichtlich da. Also durchtrainierte Typen ist ja auch so ein Trend in der Szene. Im Saal filmt Kuban einen Hinweis der Veranstalter. Swingtanzen verboten. So begann es damals auch unter Hitler. Und es endete in Krieg und Vernichtung. Das ist ein sehr, sehr riskantes Unterfangen. Also ich habe mich da auch gefühlt wie beim Russisch Roulette. Und man muss sagen, an so einem Tag führt man einfach auch einen gewaltigen Nervenkrieg gegen sich selbst. Also gefühlt bin ich an diesem einen Tag um ein Vierteljahr gealtert. Fühlst du dich anders, wenn du Thomas Kuban bist, also so wie du jetzt aussiehst? Es ist extrem unangenehm. Also wenn es nach mir gegangen wäre, wäre ich nie Thomas Kuban geworden, weil ich einfach gern diese Recherchen gemacht habe und sie für wichtig gehalten habe, aber dann nie irgendwie als Person in Erscheinung treten wollte. Ja, was halt jetzt, sage ich mal, gerade für die verdeckte Recherche aus meiner Sicht ein Problem ist, sind die Formate im Fernsehen. Also es kommt zunehmend auf die Darstellungsform an und nur noch in zweiter Linie oft auf den Inhalt. Also es gibt sehr viele Presenter-Formate, wo einfach der Reporter begleitet wird von der Kamera. Das geht bei mir nicht. Ich kann nicht zeigen, wie meine Kameraausrüstung aussieht. Ich kann nicht zeigen, wie ich zum Dreh aufbreche, wenn man mich sonst sehen würde. Das funktioniert einfach nicht. Völlig inkompatibel. Und das bedeutet aber im Ergebnis, dass halt Rechercheergebnisse nicht mehr publik werden.
Alles beginnt vor 15 Jahren. Ein Tag, der Kubans Leben ändern sollte. Denn bis dahin hatte er zwar über Neonazis recherchiert, aber nie undercover gearbeitet. Das Kameraequipment für die ersten Aufnahmen haben ihm seine Eltern bezahlt. Als ich am 4. Oktober 2003 im Elsass zu meinem ersten Konzert reingelaufen bin mit versteckter Kamera, hatte ich Angst ohne Ende, nicht gewusst, was passiert. Und auf einmal bist du drin, wie in so einer Parallelwelt. Es wird massenhaft Sieg Heil geschrien, es wird Hitlergruß gezeigt. Das sind ja einfach Sachen, die kommen einem zunächst einmal surreal vor, buchstäblich wie im falschen Film. Sein Ziel? Er will einen deutschen Rechtsanwalt enttarnen, der als Sänger der Band Neue Werte auf der Bühne steht. Mit Erfolg. Der Beweis gelingt. Zunächst mal konnte ich es halt selber nicht glauben, dass es möglich ist, dass in Deutschland Nazis es schaffen, mehrere hundert Leute an der Polizei vorbei an einen geheimen Konzertort zu schleusen. Kuban macht weiter und erlebt 2004 zum ersten Mal, dass seine Recherchen etwas bewirken. Der Organisator eines Konzerts erhält eine Freiheitsstrafe von 4 Monaten auf Bewährung. Die Band wird wegen Volksverhetzung verurteilt. Sie spielen ein Lied, das martialisch klingt. Wir zeigen einen kurzen Ausschnitt, um zu dokumentieren, wie brutal und gnadenlos die Neonazis denken. Und die hat also tatsächlich zweimal beim selben Konzert das sogenannte Blutlied gespielt. Ein Lied, das in der Szene jeder kennt, das, sage ich mal, ein Skinhead nachts um 3 noch besoffen auswendig singen kann. Du bist ja mittendrin im Pool. Ja, also man sieht hier eben umgebaut Schweinestall, dicht gedrängt, waren rund 200, 250 Leute. Und ja, man sieht ja auch Blut verschmiert am Kopf, das Skinhead, und das hat dann eigentlich ganz gut gepasst. Das, was die hier machen, ist in Deutschland verboten. Straftaten wie der Hitlergruß oder Sieg Heilrufe, dafür kann man bis zu 5 Jahre ins Gefängnis gehen. Und man muss es nochmal ganz klar sagen, viele hier wollen das Dritte Reich zurück, wollen ihr Menschenbild durchsetzen und Gegner jagen. Kuban gilt unter ihnen als Verräter. Ist mit hohem Risiko verbunden. Also es kommt vor, dass bei solchen Konzerten Schlägereien entstehen, aus dem Pogo heraus auch. Und natürlich kann es einem auch passieren, dass man in so eine Schlägerei reingerät. Und das wäre natürlich ganz verheerend. Also man muss schon Fuchs und Hase quasi sein, dass man, sobald sich da irgendwas entwickelt, rechtzeitig etwas zur Seite kommt. Massenpogo in der Mitte dieser Diskothek, da geht es also zu wie in einer Schlägerei. Und ja, ich habe dann eigentlich versucht, sehr nah ranzukommen, um eben diese Bilder so gewinnen zu können. Aber es ist natürlich auch immer mit Risiko verbunden, weil da natürlich laufend irgendwie ein Skinhead in die Menge rausspritzt und man da aufpassen muss, dass man nicht selber halt dann umfällt oder wie auch immer. Ja. Wissen eigentlich deine Familie und Freunde, was du so machst? Das wusste immer nur der ganz engste Kreis der Familie. Und dann hat es auch schon aufgehört, weil das einfach viel zu riskant wäre. Man kann da ja nicht drüber erzählen oder so, das wäre ja Wahnsinn. Also, nee. Wie haben die reagiert, als du das erzählt hast, dass du jetzt öfter mal undercover auf Nazi-Konzerte gehst? Ich bin eigentlich intensiv bearbeitet worden, es sein zu lassen, weil einfach das Risiko gewaltig groß ist. Aber die Sinnhaftigkeit der Tätigkeit war eigentlich schon auch klar. Und insofern muss ich auch insbesondere meinen Eltern einfach dankbar sein, die in früheren Jahren mich auch massiv finanziell unterstützt haben, um diese Recherchen überhaupt machen zu können. Eine Sache, die Thomas Kuban nicht loslässt, das Verhalten der Polizei. Oft ist sie vor Ort, greift aber so gut wie nie ein. 3-mal bei über 50 Konzerten. Meistens ist es dann wie hier, 2005 im sächsischen Mücker, wo der damalige NPD-Landtagsabgeordnete Klaus-Jürgen Menzel den Rückzug der Beamten feiert. Kameradinnen und Kameraden, eine kurze Durchsage. Unsere grünen Freunde rücken jetzt zugweise ab. Also bitte nicht provozieren lassen. Tanz und Bog für Deutschland. Und singen sollte auch. Danke, Ende. Die Polizei begründet ihre Zurückhaltung oft damit, dass die Veranstalter die Konzerte als Privatfeiern anmelden. Und möglicherweise will man deeskalieren. Aber stärkt das nicht das Selbstvertrauen der Neonazis, fragt Kuban? In Italien will er den Auftritt der deutschen Band Neue Werte filmen. Wieder ein Parkplatz mit Kontaktmann. Und drinnen harte Ansagen an die politischen Gegner.
Der Gitarrist Oliver Hilburger mag sich heute vom harten Kern distanzieren. Doch er hat offenbar längst eine neue Heimat gefunden. Letztes Jahr tritt er auf einer Veranstaltung auf, als euphorischer Vorredner von AfD-Mann Björn Höcke. Die AfD als ein Zeichen der heutigen Zeit hat etwas gemacht, für mich historisch. Sie hat die Stimmungslage in diesem Land aufgenommen. Die ist sehr, sehr, sehr notwendig, sehr, sehr wichtig. Für mich ein Seismograph einer Stimme in der Bundesrepublik Deutschland. Das ist schon eine krasse Entwicklung. Ich habe den 2006 noch vor 1500 Nazis gesehen, die massenhaft den Hitler großgehoben haben. Und heute tritt er als Vorredner von Björn Höcke auf. Das zeigt eigentlich, wie die Entwicklung der letzten 10 Jahre verlaufen ist. Auf Kubans Drehs immer präsent Bier, Gegröle und Pogo. Doch manchmal sind es die leisen Momente, die viel bedrohlicher wirken. In England. Gedenkkonzert für Ian Stewart, Gründer von Blood and Honor, dem Neonazi-Netzwerk. This is Ian Stewart. Und eine Schweigeminute voller Entschlossenheit. Machst du dann selber auch mit? Das war das einzige Mal, wo ich tatsächlich überlegt habe, ob ich jetzt auch eben den Hitlergruß zeigen müsste, um nicht aufzufallen. Ich habe mich dann entschieden, nur die Faust nach oben zu recken. Und ja, ich habe drüber nachgedacht und dann war die Minute irgendwie auch schon rum. Also das heißt, es ging noch mal so gut, aber da war es tatsächlich hart an der Grenze. Das beeinflusst einen natürlich massiv, weil man ja auch dann sozusagen auf viel Privatleben verzichtet, weil man ja an den Wochenenden ziemlich regelmäßig in diese Szene eintaucht. Und klar, also ich habe da im Prinzip jede freie Minute darüber nachgedacht, über technische Lösungen, über Legendierungen, sodass das schon das Leben massiv bestimmt. Und klar, man hat auch Albträume, also dass man dann halt von Nazis im Traum verfolgt wird und so weiter. Du hast jetzt echt richtig viele fiese Momente gehabt und Konzerte erlebt. Gab es denn auch irgendwelche Momente, bei denen du auch mal irgendwie schmunzeln musstest oder wo es wirklich skurril war? Ja, es gab insbesondere eine sehr skurrile Situation, und zwar auch wiederum in Mücka, in dieser Diskothek in Ostsachsen. Da war es an einem Abend so, dass die Polizei tatsächlich Druck gemacht hat. Dann hat die Diskothekenbetreiberin zunächst mal das Konzert als solches beendet haben wollen. Dann lief erst mal Nazi-Musik quasi aus der Dose. Dann wurde ihr auch das zu heiß. Und dann wurde auf einmal Wolle Petri, Hölle, Hölle, Hölle und so weiter gespielt. Und da sind dann die Nazis in der Polonaise rumgelaufen, haben auch paarweise getanzt, also wie man das bei jedem Dorffest sehen kann. Also das war dann schon skurril, dass diese gewaltbereiten Typen, die da sonst halt im Pogo sich fast schlägern, auf einmal mit Polonaise und Paartanz da sich bewegen. Das könnte ja auch irgendein Schützenfest oder so sein jetzt, ne? Wenn man es wirklich... Absolut, absolut. Nee, das war an dem Abend dann schon, also da denkt man dann auch, man ist im falschen Film auf eine andere Weise wie sonst. Ja, wenn du da mal den falschen Schritt setzt, mal auf den Fuß trittst. Ja, dann kann man nur hoffen, dass die Partnerin auch Stahlkappenstiefel anhat. Bulle Petri findet das sicher nicht so lustig. Allerdings sein Titel Hölle, 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 das passt ja schon auch irgendwie zu den Gestalten. Damals noch bizarr, heute treten die Neonazis immer professioneller, immer selbstbewusster auf. Sie wittern offenbar Morgenluft. Deswegen ist Kuba nach 6 Jahren Pause jetzt zurück. Greift wie hier in Thüringen der Staat zu wenig durch? Die Landesregierung wehrt sich gegen Kubans Kritik. Man wolle keine Schlagstöcke und verdeckte Ermittler, sondern harte Auflagen und Bürger stärken. Was ist deine Empfehlung? Was sollte jetzt passieren? Also ganz simpel, dass Straftaten verfolgt werden. Und das wird die Polizei nur können, wenn sie verdeckt arbeitet, wie sie es in anderen Bereichen wie der organisierten Kriminalität ganz selbstverständlich tut. Es bräuchte in Anführungszeichen nur Polizeibeamte, eine Handvoll von mir aus, die dasselbe macht, wie ich es gemacht habe, und die könnten die Straftaten wirkungsvoll verfolgen.
Ja, das waren jetzt ein paar intensive Stunden mit Thomas Kuban hier bei uns in der Redaktion. War für mich ganz angenehm, weil ich mich gar nicht fortbewegen musste, wie sonst immer irgendwie für die Filme. Für dich war natürlich ein weiterer Anfangsweg, aber wir wollen jetzt auch nicht unbedingt verraten, wo du herkommst. Alles gut, ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung. Danke, dass du da warst. Und ja, falls ihr euch das mit der Film gefallen hat, lasst gerne ein Abo da. Und hier seht ihr noch einen Film von uns über Combat 18. Danke, dass du da warst. Vielen Dank.